Herzlich willkommen zurück zur neuen Folge Plague Tale Innocence. Und ja, in der letzten Folge sind wir stehen geblieben und ja, wir machen jetzt hier wieder weiter. Warte mal, was ist hier drüben? Achso, warte mal, wir können ja hier gar nicht weiter. Die Brücke ist jetzt zerstört. Wir können dort nicht drüber. Diese Brücke war mindestens 100 Jahre alt. Alles sieht vollkommen zerstört aus. Das ist das Ende der alten Welt. Wenn das wahr ist, wie kannst du da nur so ruhig bleiben? Sieh mal, die Standarte der Inquisition. Sind sie immer noch hier? Wir müssen vorsichtig sein. Okay. Okay, das ist zweimal Alkohol. Und hier kommen wir drüber. Bloß nicht runterfallen. Was zum Teufel ist das? Pass auf, Lukas! Was ist mit ihnen los? Ich weiß nicht, aber es gefällt mir nicht. Verschwinden wir. Sie beachten uns immer noch nicht. Was ist denn dort bitte? Vielleicht eine Art Paarungsritual. Einige Tiere haben merkwürdige Rituale. Es gibt einen Unterschied zwischen merkwürdig und schauerlich, Lukas. Aber wieso denn nicht? Immerhin sind es Tiere. Also ich habe da so meine Zweifel. Lukas, darüber denken wir später nach. Los! Es muss einen Grund geben. Okay, gehen wir erstmal weiter. Okay, sind auch immer welche. Warte mal, kann ich doch was mitnehmen? Hätte ich schon fast übersehen. Oh, scheiße. Sieht aus, als wollten sie uns nicht vorbeilassen. Es sind so viele. Als ich mit Hugo weggelaufen bin, hat etwas die Wachen angegriffen. Ich glaube, dass wir an diesem Tag dank der Ratten entkommen konnten. Ich verstehe. Das ist also einer der Orte, an denen sie zuerst auftauchten. Aber das erklärt ihr Verhalten nicht. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich hier weitergehen. Okay, da sollten wir auf jeden Fall nicht runtergehen. Dann gehen wir hier weiter. Sie sind hier nicht willkommen. Das werden Sie spüren. Ah, warte mal, dann kann ich da eigentlich drauf schießen. Das ist gut. Hört ihr mich? Mein Zuhause. Dann können wir hier runter. Okay, da sind schon wieder welche. Warte, dann zünd ich das jetzt hier erstmal an. So, dann haben wir mal Licht. Okay, sind noch mehr Ratten drin. Warte mal hier. Ah, wieder Licht. Okay. Verschlossen. Auf der anderen Seite ist eine Kette. Moment, die Laterne. Mit ihr müssen sie ihre Truppen durchgeschleust haben. Gute Idee. Ich habe freie Sicht. Du kannst nach unten. Gib Bescheid, wenn du bereit bist. Warte mal. Was genau muss ich jetzt machen? Soll ich jetzt hier... Ah, ich muss hier runter oder was? Ich bin hier. Und los. Lass mich bloß nicht im Stich. Denkst du, ich käme hier ohne dich raus? Okay, langsam weiter. Aber warte mal, da haben wir wieder Licht, dann schnell hier rüber. Das System funktioniert gut. Bin soweit. Vergiss mich nicht. Warte mal, ich muss da noch aufmachen. So, ich brauche einen Stein. Danke. Lukas, wir sind nicht allein. Oh. Eine Wache. Er lebt noch. Hilf mir. Irgendjemand. Die Ratten.
Also da, okay. Hey, du da! Wie viele von euch sind hier? Es tut so weh. Ich will nicht sterben. Nicht so. Nicht so? Ihr habt meine Familie abgeschlachtet. Du verdienst es zu leiden. Bitte, hab Gnade. Wage es nicht, dieses Wort in den Mund zu nehmen. Aus ihm kriege ich nichts Nützliches heraus. Na, lassen wir mal hier einfach. Okay, warte mal, dann müssten wir. Okay, da hinten kann ich was anzünden eigentlich. Na, ich bin glaube ich zu weit weg. Ja, weil warte mal, da hinten ist ja eigentlich auch wieder Licht, aber ich musste jetzt hier erstmal wieder durchkommen. Warte mal, wie soll ich jetzt hier bitte durchkommen? Ah, warte mal. Ich könnte doch. Ah, warte mal, das Licht muss da weg. Dann gehen doch die Ratten auf ihn. Dann nehme ich das hier, das. Achso, warte mal, das funktioniert aber bei dem nicht eigentlich. Der Stein funktioniert wohl. Hier, der gehört euch. Okay, das ist gut, dann schnell darüber. Und jetzt schnell hier durch. Ah, warte mal, da ist noch was. Okay, hier liegt noch einer. Was habt ihr getan? Gerechtigkeit für meine Familie. Dafür wirst du bezahlen. Dank euch habe ich bereits bezahlt. Aber ich werde nicht noch jemanden verlieren. Hörst du? Okay, dann würde ich sagen. Warte mal, das nehme ich noch mit. Ja, alles. Okay, warte mal, aber. Ja, wenn ich jetzt hier ausmache. Achso, dann sollten wir eigentlich durchkommen, glaube ich. Achso, hier drüben kann ich anzünden. Kann ich hier dann drüber? Okay, das geht. Dann. Das Feuer hier löschen. Oh, Scheiße. Okay, das war scheiße. Aber wie soll ich das bitte machen? Oh, wir sind wieder hier. Ah. Wir sind nicht allein. Okay, warte mal, das Licht gebe ich wieder hier rüber. Dann nehme ich wieder einen Stein. Und wir schießen das erstmal hier runter. Dann schlage ich durch. Aber warte mal, sie mitnehmen noch. Er verdient. Amicia. Bist du noch da? Hey, antworte. Dreckskerle. Was habt ihr getan? Gerechtigkeit für meine Familie. Dafür wirst du bezahlen. Dank euch habe ich bereits bezahlt. Aber ich werde nicht noch jemanden verlieren. Hörst du? Ah, warte mal. Kann es sein, dass ich hier drüben das wegmachen muss, damit die da rüber rennen? Ja, anscheinend nicht. Dann nochmal anzünden. Warte, dann gehe ich erstmal hier rüber. Achso, jetzt kommt er ja nach, stimmt. Und dann. So. Und jetzt. Ah, sind noch Sachen drin. Warte, wie soll ich denn das jetzt bitte machen? Warte, ich würde sagen, wir killen die auch mal so. Dann kann ich alles mitnehmen. Dann können wir hier wieder drüber.
Und dann schnell ins Licht. Da haben wir wieder eine Werkbank, das ist auch gut. Verbessern kann ich leider nix. Ich ein paar Sachen, die wir uns eigentlich noch anschauen könnten. Schachbrett. Lesestein. Ein Stück einer Grauplastik. Okay, und Teriak. Ich denke ein Gefäß oder so. Gut, dann können wir hier eigentlich weitergehen. Wir sind hier, Lukas. Hinter dieser Tür. Ich verstehe. Ich bin bei dir. Gehen wir. Oh mein Gott, ist das real? Mein Zuhause. Ist das da drüben ein Toter? Nein, bitte nicht. Amicia, wir müssen nicht weiter. Wir finden einen anderen Weg. Nein, ich muss ihn sehen. Ist er dein Vater? Nein! 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 Was tut sie da? Alter! Ja, wo soll ich drauf schießen? Ach so, das geht. Boah, Alter. Oh, Scheiße. Danke, warte nochmal. Oh nein, was heute ist das? Luca! Ich weiß es nicht. Treib sie zurück, das Ignifer. Schon gut, schon gut. Ah, da hinten. Scheiß, muss es herstellen. Ah, da hinten. Wow. Ist es vorbei? Ich denke schon. Du hast uns das Leben gerettet. Das feiern wir später. Wir müssen zum Zimmer. Es ist das Fenster da oben. Du solltest die Fackel nehmen. Okay, danke. Keine Sorge, ich gehe voraus. Danke. Okay, ich denke, wir müssen da drüben hin. Amicia, diese Leiche ohne Rüstung. Er war einer unserer Bediensteten, aber sein Körper... Ja, die Wachen wurden bei lebendigem Leib verschlungen, doch er... Warum? Dafür muss es einen Grund geben. Wenn ich nur wüsste, das große Erwachen, seine Nachbeben schwingen weiterhin durch die Zeit. Sie auch? Ja, sie gehen ihn aus dem Weg. Was zur Hölle geht hier vor? Wir sind da. Es ist dort oben. Okay, dann hier nach oben. Kletter hoch, ich helfe dir. Nun denn. Wow, pass auf. Sie kommen alle hier zusammen. Okay, warte mal. Zu seinem Zimmer. Aber wir müssen hier ran, oder?
Die Tränke für Hugo müssen da drin sein. Nimm zuerst mal alles mit. Also, das ist es? Ja, das ist Hugos Zimmer. Lukas, diese Gefäße? Das sind nur Infuse. Die sind nicht stark genug. Es muss noch andere geben. Okay, dann gehen wir mal hier weiter. Da ist auch noch eine Tür. Da sind noch mehr Gefäße. Alles, als wäre nichts geschehen. Nein, das ist es nicht. Das auch nicht. Nein, Lukas, nichts. Warum ist sein Zimmer unberührt? Nein, das ist nicht, was wir brauchen. Kein Glück? Nein, das sind nur gewöhnliche Tränke. Deine Mutter muss doch an einem komplexeren Elixier gearbeitet haben. Es muss einen anderen Ort geben. Einen anderen Raum. Nein, nicht, dass ein ich wüsste. Opus Magnum macht man nicht einfach so. Sie muss irgendwo ein Labor haben. Ich weiß nicht. Wo soll das sein? Laurentius. Er hat sein Labor vor neugierigen Blicken verborgen. Deine Mutter muss also auch... Sie hat nichts erwähnt. Ich habe sie kaum gesehen. Jetzt habe ich's. Gibt es nicht einen Ort, den du nicht betreten durftest? Ich weiß nicht. Ein Ort, den sie beschützt hat? Die alten römischen Ruinen. Da durfte ich nicht hin. Die römischen Ruinen? Ja, definitiv die Idee eines Alchemisten. Wo finden wir sie? Im Garten. Gehen wir. Okay, dann hier durch. Sind sie ja, weg? Wieder raten. Nein, sie formieren sich neu. Du meinst... Was? Oh, Scheiße. Nach rechts! Los! Ja, ich komme! Okay, warte, gut anzünden. Ich erleuchte das Zimmer. Du kümmerst dich um die Ratten. Der Weg ist frei, Amicia. Wir müssen weg. Okay, dann stehe ich hier runter. Das war knapp. Bewegung. Sie könnten zurückkommen. Ich sterbe vor Angst, Amicia. Ich bin ja hier. Aber wir müssen weiter. Herr im Himmel, es ist schlimmer, als ich dachte. Alles abgestorben. Wo sind die Bäder? Dort drüben, am anderen Ende. Wir müssen da durch. Aber... Ich weiß. Wir schaffen das. Na, warte, was ist hier? Eine Blume. Sie ist unversehrt. Fingerkraut, glaube ich. Hugo würde nicht wollen, dass wir sie hier lassen. Okay, dann hier nach unten. Da drüben kann ich direkt wieder was anzünden. Na dann los, mach dich bereit zu rennen. Bereit. Warte, ich muss noch mal schnell was herstellen. So, 10 reicht, glaube ich, erstmal. Oh, scheiße. Nein. Oh, scheiße, Mann. Weil ich jetzt nicht im Licht war. Okay, egal, nochmal neu starten. So, direkt nochmal was herstellen. Dann das anzünden. Alles mitnehmen. Dann hier weiter. Komm schon. Schieß mich daneben. Danke für die Hilfe. Alles mitnehmen wieder. Ich glaube es nicht. Sieh sie dir an. Wie ein Fluss. Ein Fluss aus Ratten. Das ist der einzige Weg zu den Bädern. Moment, der Karren. Wir können das Feuer erneut entzünden, ihn schieben und... Nein, ich entzünde es und du schiebst. Was? Ganz allein? Du hast gesehen, was vorhin passiert ist. Denkst du, sie lassen uns diesmal einfach durch? Schon gut. Aber halt deine Munition bereit. Der ganze Aufwand darf nicht für die Katz sein. Komm, Lukas, vorwärts. Die Würfel sind gefallen.
los! Streng dich an! Anstrengend? Ich habe mein ganzes Leben in einem Keller verbracht. Der Boden bebt. Oh, Scheiße. Ja, ja, sie kommen. Halte sie auf Abstand. Na bitte, wenn du meine Steuer... Boah, Alter. Nein, danke. Nein. Och, Scheiße, da waren auch nochmal welche. Scheiße, normal ist von vorne. Keine Ursache. Ich glaube es nicht. Sieh sie dir an. Wie ein Fluss. Ein Fluss aus Ratten. Das ist der einzige Weg zu den Bädern. Moment, der Karren. Wir können das Feuer erneut entzünden, ihn schieben und... Nein, ich entzünde es und du schiebst. Was? Ganz allein? Du hast gesehen, was vorhin passiert ist. Denkst du, sie lassen uns diesmal einfach durch? Komm, Lukas, vorwärts. Die Würfel sind gefallen. Okay, komm, jetzt will ich es aber schaffen. Verdammt! Er ist richtig schwer. Na, los, streng dich an. Anstrengend? Ich habe mein ganzes Leben in einem Keller verbracht. Der Boden bebt. Willst du es auch? Ja, ja, sie kommen. Halte sie auf Abstand. Na bitte, wenn du meine Schleuder willst. Nein, danke. Schon verstanden. Sie formiert sich neu. Ich mach das. Okay, da hinten. Noch eine. Scheiße, wo? Hey, hier drüben. Okay, bis jetzt läuft sich ganz gut. Okay, da hinten nochmal. Ich will hier nicht sterben. Während ich einen Karren schiebe. Du wirst nicht sterben, Lukas. Niemand stirbt, bevor wir diese Bäder erreicht haben. Als wäre es Schicksal. Seit wir uns kennen, wird unser Leben vom Chaos. Stimmt. Aber ich habe die Schleuder, also beruhige dich und schieb weiter. Genau das mache ich doch. Von wo? Sie kommt zurück! Schnell! Genug jetzt! Ihr haltet uns nicht aus! Wie geht es dir? Meine Beine tun weh. Wir sind nah dran. Weiter so. Ich tue, was ich kann. Das okay, bis da hinten müssen wir, glaube ich, kommen. Wir sind fast da, Lukas. Amicia! Ich habe nachgedacht und ich denke, dass... Was, Lukas? All diese Angriffe. Jetzt ist nicht die Zeit dafür. Wir sind bestimmt auf der richtigen... Auf der richtigen Spur, ja. Aber wir müssen bis zum Ende durchhalten. Okay, wir haben's, oder? Wir haben's geschafft. Oh, geil. Danke. Danke, Lukas. Siehst du? Du bist ziemlich hart im Nehmen. Ja, aber ich glaube, ich werde nie wieder laufen können. Na los, ich weiß nicht, was meine Mutter da unten versteckt hat, aber das lässt du dir doch nicht entgehen, oder? Auf keinen Fall. Los, gehen wir. Okay. Aber gut, zusammen würde ich jetzt mal sagen, das war's jetzt hier mit der Folge. Ich hoffe, es gefallen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.